Hallo Welt, da sind wir wieder, immer noch auf Spectacle Island, immer noch verfolgt von zwei Myolog-Jägern, da unten sind sie. Einer zumindest ist ein Myolog-Jäger, der andere, den haben wir noch gar nicht gesehen. Das müsste aber auch einer sein. Was immer der ist, da unten ist einer. Okay, wird er uns entdecken und spucken. Ja, er versucht sogar hier hoch zu springen, gar nicht so dumm, das Kerlchen. Nicht so dumm. Vielleicht war es von uns gar nicht so schlau, hier uns oben zu verstecken. Ich weiß auch nicht, wo man am besten dahin schießt. Es gab ja dann immer so Tricks. Ich glaube, in New Vegas konnte man auf die Beine der Ameisen zielen oder so etwas. Wow. Ja, der ist auch ziemlich schnell und ja, der ist ziemlich gut. Und dann konnte man die Ameisenbeine schon mal... Man konnte die Ameisen verlangsamen schon mal etwas. Ja, ich möchte jetzt ungern meine ganzen guten Sachen hier einnehmen. Leider haben wir vergessen, in der vorletzten Folge Wasser mitzunehmen. Wir haben nur noch 3 Stimpacks. Das ist ziemlich... Ja, Psycho haben wir ein wenig. Das ist ziemlich schlecht mit den Stimpacks. Und das andere Zeug, ja gut, das ist alles verseucht. Wir haben da natürlich eine Wasserpumpe, die uns weiterhelfen wird. Und der Rest, naja, der Rest müssen wir sehen, wie wir da durchkommen jetzt. Das ist jetzt etwas schade. Der Prezer ist auf jeden Fall auf Psycho. Sie ist gut drauf. Dass die aber auch keine Schussaufladerate haben. Die können spucken ohne Ende, scheinbar. Ich weiß auch nicht, ob wir den vergiften können, zufällig. Das wäre natürlich sehr schön. Ich glaube aber, durch die Wand können sie nicht spucken. Das wäre ja auch blöd. Das ist nicht unfair. Ich finde das sowieso schon ein bisschen unfair. Die können spucken und wir nicht. Achso, wir können schießen. Ja, wir schaffen das schon. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Es ist ja nur einer. Oh, hoppla. Getroffen haben wir trotzdem, so wie das aussah. Ja, noch 2-3 Schuss, dann müssten wir ihn erwischt haben. Okay, er spuckt zwar heftig, aber hier ist eine Wand zwischen uns und ihm. Und wenn wir jetzt keinen großen Fehler machen, dann dürfte das auch klappen. Okay, getroffen haben wir diesmal nicht. Das ist vielleicht doch nicht die richtige Waffe dafür. Wir brauchen irgendwas, was schneller schießt vielleicht. Versuchen wir doch nochmal diese Waffe. Weg ist er. Da ist er. Ja, sie bringt ein bisschen. Da brauchen wir natürlich mehr Schuss für. Bleiben wir mal bei der 308er hier. Ja, komm. Noch ein Schuss, dann nehmen wir sogar unser Jagdgewehr dafür. Und... Oh, das ging daneben. Das ist nämlich vergiftet. Deswegen... Jawohl, wir haben ihn erwischt. Super. Dennoch war irgendwo einer und... Jetzt sehe ich gerade, warum suchen wir hier eigentlich die ganze Insel ab? Wir haben doch unseren Radar unten. Wir brauchen ja nur dem Radar hier zu folgen. Vielleicht nehmen wir uns eine gute Waffe, obwohl wir hierfür wieder auch nicht so viel Munition haben. Naja, dann behalten wir die erstmal bei. Hier sind schon wilde Flaschen, Kürbisse und Blüten zumindest davon. Okay, wir haben jetzt da ein bisschen verplempert an Munition und wir müssen in Wirklichkeit laut Radar hier drüben irgendwo hin. Da werden wir nämlich die Werkbank finden. Und irgendwo müsste aber noch ein Gegner sein, wie ich gerade sagte. Ja, die Werkbank scheint hier zu sein. Und Curie zum Glück lenkt die Aufmerksamkeit etwas auf sich. Sehr gut. Wir sind mutig und versuchen es mal hiermit. Vergiften das Viech. Das schaffen wir nicht so gut. Das ist keine sehr gute Idee gewesen. Curie, hilf mir. Nur nicht treffen lassen. Oha. Juhu. Ganz genau, Curie. Du hast vollkommen... den Nagel auf den Kopf getroffen. Wunderbar. Jetzt gehen wir hier rein, nehmen uns den Leguan am Stiel, lesen noch diese Signalcheckliste. Erstens,
Achte darauf, dass die Kabel zum Generator alle richtig angeschlossen sind. Wir können keinen weiteren Generatorausfall durch einen Kurzschluss gebrauchen, Randy. Zweitens, der Generator muss eingeschaltet sein, bevor das Signal aktiviert wird. Kleiner Tipp, ich würde empfehlen, beim Umlegen des Generatorschalters nicht im Wasser zu stehen. Drittens, das Signal wird wiedergegeben, wenn, tja, du wirst es mitbekommen. Sobald das Feedback aufhört, klingt es, als käme nichts aus den Lautsprechern. Es kommt was, aber nur die Meyerlogs können es hören. Okay, Verkabelung. Ich hoffe, es ist richtig verkabelt alles. Hier vorne, hier oben, da hinten, nach dahin. Vielleicht müssen wir es auch erst neu verkabeln. Naja, das werden wir sehen. Wir sehen jetzt erstmal, ob wir hier den Stromkreisunterbrecher aktivieren können. Unterbrecher funktioniert nicht. Wir müssen also Energie... Achso, die können wir noch nicht. Habe ich irgendetwas überlesen auf dem Zettel? Das war doch gar nicht so schwer zu verstehen jetzt. Wir sind verkabelt, darauf sollten wir achten. Naja, vielleicht ist da hinten noch nicht alles verkabelt. Nehmen wir mal wieder diese Waffe, dafür haben wir... Ups, Moment mal. Diese Waffe hier. Okay, die Kabel sind verbunden, verbunden, verbunden bis dort hinten hin. Es ist noch ein kleiner, gefährlicher Weg. Wer weiß, wo wieder was aus dem Boden rausspringt. Aber es sieht alles verbunden aus, also von daher. Achso, wir sollten nicht im Wasser stehen, natürlich. Ah ja, schalten wir das hier ein. Und nehmen uns vorsichtshalber schon mal hier das Stimpack und das aufbereitete Wasser raus. Wir stehen nicht im Wasser. Hoffe ich doch. Und schalten das Ding jetzt von hier aus ein. Es hat funktioniert. Jetzt müssen wir schnell nur noch... Okay, das war was Größeres. Ich tippe fast schon auf eine Königin. Dafür haben wir auf jeden Fall zu wenig Munition dabei, um mit ihr rumzuspielen. Ich habe jetzt gar nicht die Erde so richtig beben gespürt, aber es hat sich so angehört, als sei es eine... Nein, es war keine. Wow, noch ein Meyerwerk. Hallo, nicht so schnell. Ich muss das hier erstmal umlegen. Zu spät. Wir sind erledigt. Wir haben es noch geschafft, es einzuschalten, aber leider waren wir zu langsam. Und puh. Werden es jetzt aber schaffen. Jetzt wissen wir, was zu tun ist. Wir hätten das umgekehrt machen sollen. Stand doch da, aber ja, das ging ja automatisch, hat sie das ja wieder ausgeschaltet dann. Ja, es stand, wir sollten erst einschalten. Naja, egal. Also müssen wir doch rennen. Oder? Habe ich was falsch gemacht? Was war denn jetzt passiert? Spiel zu Ende? Das gibt's auch nicht. Weiter doch, oder? Ja, weiter. Verstehe ich nicht ganz, aber kann schon mal vorkommen. Ja, das war ja auch was. Wenn man die Mission nicht schafft, sind all die alten Spielstände gelöscht. Ja, das hätte doch mal was. Na gut. Es könnte noch weitergehen. Es könnte schon weitergehen. Ich wäre dafür. Denn wenn es jetzt länger als 2 Minuten dauert, dann vergesse ich, was wir machen sollten. Das wäre nicht so gut. Ja, durch die ganze Spielerei, hier habe ich mir schon ganz schön das Gehirn weggebrutzelt. Und vielleicht auch das ein oder andere Bier hat auch noch seinen Teil dazu beigetragen. Ach Gottchen, geht's nicht weiter? Ist er wieder abgestürzt? Ja, das hatten wir ja auch schon mal. Okay, jedes Mal, wenn du ein Level aufsteigst, erhöht sich deine Gesundheit und du kannst einen neuen Skill auswählen. Es scheint tatsächlich abgestürzt zu sein. Ich hoffe nur, der Speicherstand ist jetzt nicht kaputt.
Denn ich finde, wir sind relativ locker da durchgekommen jetzt. Dafür, dass es Spectacle Island heißt, dachte ich, hatte ich da jetzt eigentlich mit mehr gerechnet. Aber wir sind ja schon, wir hätten eigentlich direkt... Ah ja, gut, es geht weiter. Oh, hoppla. Ja, okay, ist nicht so erfreulich, wo wir hier jetzt gerade sind. Haben wir kein... Wir haben doch mal zwischengespeichert, dachte ich. Mal ausprobieren. Wir haben doch vor der Maschine mit Sicherheit... Ah, jetzt lädt er natürlich wieder. Wir haben doch da schnell gespeichert, meine ich. Na, vielleicht war der Schnellspeicherstand jetzt weg. Dürfte eigentlich nicht so lange laden jetzt. Schnellspeicherstand. Deswegen heißt es jetzt Schnellspeicherstand und nicht Langsamspeicherstand. Ich weiß nicht, warum der so heißt. Ich glaube deswegen aber nicht. Klein, zuverlässig, wirkungsvoll und weit verbreitet. Die 10mm Pistole gehört zum Arsenal des Ödlands, seit die Bomben gefallen sind. Und das war ein großer Fehler. Wir sind doch hier ganz woanders. Ist das? Wo sind wir denn hier? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir heute irgendwann mal hier gewesen wären. Ist das nicht diese Molden-Dingens-Cool? Tut mir leid. Tut mir leid, das war... Ja, kein Autospeicherpunkt und kein Schnellspeicherpunkt hier. Also nehmen wir das nächste. Das war wirklich hier in der Ecke. Das ist ja unglaublich. Und was auch immer er jetzt da geladen hat, ich weiß es nicht. Okay, kein Problem. Nehmen wir das. Geht nur von der Zeit ab. Also doch ein Problem. Verflixt. Ich dachte, das könnte man jetzt schaffen. So ganz einfach. Sah ja auch ganz gut aus, was wir da gemacht haben. Wir hätten nicht sofort in das Haus rennen sollen. Wir hätten vielleicht erstmal... Naja, da war eine Maiolo-Königin. Was wir haben, das haben wir. Und wenn wir im Haus das schon mal eingeschaltet haben... Also in diesem kleinen, ihr wisst schon, Lage an dieser Werkstatt eben. Och, der ist ja noch voll... Der ist ja noch richtig gut drauf. Was machen wir denn da jetzt? Okay, sie lenkt ihn wieder ab und wir erwischen ihn von hinten. Ja, wir treffen ihn auf jeden Fall. Sie trifft ihn auch. Oh, hoppla, der ging daneben. Ich denke immer, wenn man dieses X sieht, dieses X, naja, wie soll ich das anders sagen? Jetzt ist es ja ein Kreuz eher, das Grüne. Und wenn es ein X ist, dann hat man getroffen, glaube ich zumindest. Na, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ein sehr gutes Versteck hier drin. Wir speichern mal schnell. Oh nein, das war nicht das Beste, was uns passieren konnte hier. Radar im Auge behalten. Wo ist er denn? Da hinten. Er versucht hochzukommen. Hier, die Schere haben wir getroffen. Nochmal. Nochmal. Oh, der nimmt aber, wenn man ihn an der Schere trifft, nicht allzu viel Schaden. Aber egal. Hier für dieses Gewehr haben wir ordentlich Munition. Also können wir damit ruhig ein bisschen aßen. Also ist nicht so schlimm, wenn davon... Jawohl! Das war doch schon mal gut. Nachladen nicht vergessen. Jetzt vielleicht die hat eine bessere Feuerrate. Abspeichern. Curry ist auch wieder gut drauf. Hast du etwas Interessantes entdeckt? Ja, Curry, das Problem ist, da das jetzt gerade anscheinend einen kleinen Speicherpunkt, ein kleines Speicherpunktproblem gab, weiß ich nicht, was haben wir jetzt eingesammelt. Hier haben wir alles eingesammelt. Wir müssen auf jeden Fall wieder darauf. Wer weiß, was jetzt noch alles passiert. Es bleibt also spannend. Man müsste mehrere Speicherpunkte anlegen können, Schnellspeicherpunkte. Ich glaube, bei Skyrim ging das da nicht sogar. Na, hier waren wir auch schon. Schnell noch Wasser getrunken. Vielleicht nehmen wir uns diesmal etwas mehr Zeit. Ich sehe, die Folge ist sowieso schon vorbei. 15 Minuten sind umgleich. Wir könnten ein bisschen länger machen, aber ich glaube, so 4-5 Minuten werden den Kohl auch nicht mehr fett machen. Da denke ich doch lieber an die Festplatte. Und in einer neuen Folge gehen wir frisch ans Werk.
und vielleicht etwas aufgetankt. Ich werde Lucrezia jetzt hier noch trinken lassen, so viel es geht. Naja, so viel es geht, so viel die Zeit eben zulässt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, sage Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.